Das blickt immer noch sehr, sehr grün aus. Ist hier eine Tiefe, trotzdem sieht man schon immer bis auf den Boden. Also mit dem Besen käme am besten nochmal über den Boden, weil da sitzt ja die ganze Alge fest und die soll ja mit dem Chlorwasser in Berührung kommen. Also machen wir nochmal hier mit dem Besen den Boden sauber und dann können wir starten. Der Deckel geht schwer ab. Geht am besten hier mit so einem Löffelchen ran. Knallt zweimal. Hier müsst ihr noch so eine Lasche aufmachen vorher. Das sitzt sehr stramm. Einfach einen Löffel da hinten an die Ecke und hochgehen. Dann kriegt das ab. Am besten mal irgendeine Schutzbrille aufsetzen. Ihr könnt sowas nehmen. Ich würde jetzt im Notdach mal eine Sonnenbrille. Eine Brille ist auf jeden Fall gut. Es gibt so spezielle Schutzbrille. Soll ich mir eine Handschuhe anziehen? Die gibt es an der Tankstelle. Diese Dieselhandschuhe. Kostet dort nichts. Oder ihr nehmt hier so Latex oder Gummihandschuhe. Die sitzt ein bisschen enger. Und wenn ihr gar nichts habt, dann nehmt ihr halt eine Plastikflasche. Das geht ja auch. Also, man macht ja nicht lange. Das muss ja nicht so genau sein. Hauptsache, ihr kriegt das Pulver dann nicht so an die Finger. Ne? Also zieht ihr so einen Handschuh an. Die hier sind eigentlich von die schönste Drachenkomfort. Hat viel Luft zum Spielen. So. Dann müsst ihr das Zeug hier irgendwie abmessen. Holt euch mal eine Küchenwaage. Stellt euren Eimer drauf oder was auch immer ihr da habt, wo es rein soll. Am besten gleich den Eimer, stellt das Ding auf Null. Seht hier, was man ausgerechnet hat. Wir waren hier 140 Gramm. So, dann guckt ihr, dass das hier auf Null steht, eure Anzeige. Hier ohne. Und dann holt ihr mit der Schöpfkelle hier das Granulat raus. Ohne dass alles neben dran wird und füllt es hier in den Eimer ein. Und da passiert dann nichts. Das macht ihr dann, bis ihr eure 170 Gramm, je nachdem, was ihr ausgerechnet habt, ihr im Eimer habt. So, wenn ihr das dann hier habt, geht in euren Pool. Der ist jetzt hier wirklich schön und grün. Füllt den Eimer hier mit Wasser. Das müsst ihr vorher auflösen, sonst gibt es Flecke am Boden. Und dann löst ihr das auf und geht mir das ein bisschen um, oder? Können das langsam abkippen, möglichst ohne, dass hier so weiße Kügelchen drin fallen. Ne? Wenn ihr das ein bisschen gemacht habt, nehmt ihr neues Wasser, nehmt ihr jetzt wieder um, dann löst sich das von ganz allein relativ schnell. Dann prüft ihr hier nochmal mit so einem Farbumschlagstick. So ein einfacher, was wir jetzt für einen Wert haben. Hier das kurz eine Sekunde ins Wasser. Es muss hier nur mal mit dem Wasser in Berührung kommen und guckt sich dann den Farbumschlag an. Wart 15 Sekunden. Ihr seht, das ist tief violett. Das heißt, wir haben genug Chlor drin, aber hier, da sind wir noch viel zu weit hier unten. Jetzt müssen wir noch mal den pH-Wert anheben. Dann nehmen wir jetzt mal einen Zeitraffer auf, wie sich der Pool hier entwickelt. Ja, ihr seht, es ist immer noch grün. Holen wir uns mal so ein Mittel und kippen es mal hin, dann gucken wir, wie schnell das wieder klar wird.
So, jetzt ist der Prüfstein. So, jetzt ist der Pool schon etwas klarer geworden. Man kann schon fast den Boden sehen. Die haben nicht nur Chlor drin, die Multifunktionstablette, sondern auch so ein Flockungsmittel. Das heißt, da verbindet sich die Einzelpartikel zu größeren, sodass ihr die mit dem Sandfilter wegfiltern könnt. Also mit viel Geduld geht es auch mit den Tabletten, die ihr sonst sowieso im Pool habt, damit das wenn ihr nicht mehr ständig irgendwas nachkippen müsst, könnt ihr diese Tablette nehmen, die löse ich langsam auf und habe diese Funktion, dass sie nachchloren, wie gesagt, den groben Schmutz oder den Pfeilenschmutz so bindet, dass der Sandfilter auch abfiltern kann. Also dieses Flockungsmittel, es gibt es auch flüssig, bei so einem kleineren Pool könnt ihr besser dosieren und kippt das hier rein, dieses flüssige Flockungsmittel. Und dann geht es eigentlich relativ zügig, dass der Pool, das Wasser wieder klar wird. So, jetzt brauchen wir 10 Milliliter von dem Zeug. Einmal so eine kleine Spritze. So, jetzt muss mal jemand eine Zange rein. So. Wie gesagt, 10 Milliliter. Ich möchte jetzt nicht mit den Fingern rumfummeln müssen. Das heißt, zweimal so eine Spritze voll. Füllen wir mal hier in das Glas. Und den Rest der Spritze tun wir auch noch auswischen. Das kommt wieder zu. Jetzt ziehen wir mal die Spritze mal hier mit Wasser sauber, damit das Zeug da drin ist. So, dann kippen wir das mal hier rein und dann müssen wir die Pumpe kurz abstellen. Ja. Ihr seht auch, da unten ist noch die Tablette drin, die ist noch nicht ganz aufgelöst. Und den Skimmer könnt ihr natürlich auch diese Multifunktionstablette werfen. Die haben einmal Chlor und einmal dieses Flockungsmittel drin. Das ist eben die zweifache Funktion, einmal das Chlor halt gegen Algen, einmal Flockungsmittel für klares Wasser. Gut, und dann stellen wir die Pumpe wieder an, dann gucken wir mal, wie klar das wirklich wird. Jetzt soll man die Pumpe mal wenigstens 6 Stunden laufen lassen, sodass das ganze Wasser hier einmal durchgefiltert wird. So, dann können wir nachher mal im Zeitraffer sehen, wie das wird. So, damit ihr was seht, ob man was sehen kann, tun wir mal hier dieses Netz drin. So sieht es jetzt aus. Es ist schon sehr viel klarer. Das ist jetzt hier der zweite Tag nach dem Einsatz des Flockungsmittels. Vielen Dank fürs Zusehen und einen schönen Poolsommer.